angefertigt haben wir es jetzt irgendwann die letzte Woche. Und heute Morgen sind wir dann ein halbes Stündchen früher gekommen, dass man die auch gleich dran machen konnte. Auf der Vorderseite steht Königspaar Gudrun und Andreas. Und auf der Rückseite haben wir dann die Ministerpaare noch eingetragen. Ja, es fügt sich so, dass das Zelt heute rappelvoll ist. Alle sind so unseren Aufforderungen nachgekommen, wo es so eng ist, die Maske anzuziehen, weil die Abstände nicht gehalten werden können. Ich glaube, das wird Vorbilder für eure Bruderschaft sollt ihr sein. Und die Bruderschaft soll Vorbilder sein, sollen Vorbilder sein, die Menschen in ihr für alle anderen, mit denen sie in den Wohnorten, wo sie leben, das Leben teilen. Und das gilt natürlich auch für den Bürgermeister und für mich. Und so segne euch Gott, der gütig und barmherzig ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wer einen Vogel schießt, der wird jetzt nass gemacht. Ich bin auch ganz vorsichtig. Kirche und Christentum sind für mich zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Und Gott sei Dank muss man ja heute nicht mehr in der Kirche sein, um auch dieses Amt mal zu übernehmen. Dadurch, dass ich jetzt geschossen habe, musste ich in die Bruderschaft eintreten, wobei das eigentlich mehr so eine versicherungstechnische Sache ist. Wenn wir zu Auswärtsterminen unterwegs sind, dann ist es schön, wenn viele von euch auch dabei sind. Das ist immer der Fall, egal ob nun ein Fähnrich in der Gruppe ist oder nicht. Aber wenn Achim da ist, in Amt und Würden, ist das dann schon mal ja, der größte Teil der Miete. Achim, frage jetzt dann schnell und kurz, würdest du im Falle einer Wahl das Amt annehmen? Machen nach langer Bitte. Aber würde es gerne ähnlich wie mein Vorgänger halten, vielleicht, dass man nächstes Jahr auch schon mal jemand anders finden würde. Wir machen nur noch zwei Jahresverträge. Ich frage dann die Versammlung, wer ist für die Wahl von Achim Franken als unseren Fähnrich? Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen. Dann darf ich verkünden, Achim, herzlichen Glückwunsch. Bei eigener Enthaltung bist du einstimmig zu unserem Fähnrich gewählt worden. Die Jahreshauptversammlung, die mussten verschieben aufgrund der Corona-Regelungen. Und es ist ja jetzt Gott sei Dank ein bisschen gelockert, dass wir das machen dürfen unter den Auflagen, wie es jetzt gerade ist. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir es jetzt, ich sag mal, sehr kurz vor Kirmes noch geschafft haben, eine Jahreshauptversammlung umzusetzen. Dadurch, dass wir jetzt 3 Jahre Pause hatten, mussten wir alle Posten neu wählen. Das hat Gott sei Dank gut geklappt. Wer ist für Hartmut Klaut und Ingo Bajerke zur Wahl zum Kassenprüfer? So, Gegenstimmen, Enthaltungen. Ja, dann seid ihr einstimmig bei eigener Enthaltung zu Kassenprüfern gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also ich habe mich entschlossen, hier weiterzumachen und das alte Leben, wie es früher war, im Alten noch wieder aufleben zu lassen. Und darum habe ich mich auch zum Kassenprüfer wählen lassen. Die Hauptparade am Sonntagnachmittag werden wir vor der neuen Kapelle, also wie früher eigentlich auf der Westricher Straße, durchführen, die große Königsparade. Wir wissen um die Situation der Straßen und der Gullideckel. Es gibt aber dazwischen immer mal wieder 200 Meter Strecken oder 150 Meter, wo es keine Gullideckel gibt. Das heißt, wir werden mit der Musik
so planen müssen, dass sie so einschwenken, dass wir den Stechschritt zwischen zwei Gullideckeln, wo nichts ist, dann ausführen können. Ja, das muss mal erwähnt werden. Der Zugweg ist eine Riesenherausforderung. Vorher hatten wir mehrere Ortschaften, die wir abgegangen sind, also montags stellenweise mit Pausen dazwischen, dass man zu der Ortschaft hinkommt. Das ist jetzt alles in einem. Also wir wollen die Straße natürlich nicht drei- oder viermal ablaufen. Das macht keinen Sinn. Wir haben ein paar Punkte gesetzt schon, dass man da hinten eine Schleife laufen kann, da vorne eine Schleife laufen kann. Aber grundsätzlich bist du hier in 7 Minuten in eine Richtung bist du durch. Egal in welche Richtung man hier in den Ortschaften sein möchte. Zum Beispiel dieser Ort Kaienberg, das war ein Ort, der war auf einem Punkt, da war eine Kirche in der Mitte, ringsrum nur Felder. Und Neukalmesch, das wird ein Anhängsel von Erkelenz. Und vielleicht wird das dann irgendwo so sein, dass einer sagt, ich bin aus Kalmesch, sondern er sagt dann, ich bin aus Erkelenz. Dann fällt dieser Name dann auch irgendwann hinten runter. Da habe ich Angst vor, dass diese Identität, Kalmberger zu sein, irgendwann mal wegfällt. Wir möchten uns nichts überstülpen lassen von außen. Beispielsweise von der Stadt Erkelenz, wo ich immer wieder das Gespür oder das Gefühl habe, ja, so diese Bezeichnung Neubaugebiet Erkelenz Nord, das ist hier für alle ein Graus. Das ist eine Katastrophe, das will keiner. Wir sind immer noch Kaienberg, Ober-, Unterwestrich, Berberath und Kuckum und nicht Erkelenz Nord. In den alten Orten war Schützenfest der Feiertag des Jahres. Da war also nie ein Problem mit Lärmbelästigung, Ausnahmegenehmigungen. Hier haben wir jetzt erfahren, dass wir jetzt zum Stadtgebiet Erkelenz gehören, nicht mehr ein eigenständiges Dorf sind. Und damit brauchen wir Ausnahmegenehmigungen, die auch nur mit Ach und Krach genehmigt worden sind, weil man sagt, hat kein öffentliches Interesse ein Schützenfest. Über den Montagmorgen müssen wir heute noch mal etwas vielleicht diskutieren, ins Gespräch kommen und auch eine Abstimmung treffen. Die Bittprozession hat stattgefunden in den alten Orten, besonders aufgrund der angesiedelten Landwirtschaft. Wir wissen alle, dass die Situation hier in den Umsiedlungsorten eine andere ist und wir bei weitem nicht mehr so landwirtschaftlich geprägt sind, wie es in den alten Orten war. Früher war Kaienberg halt auch noch ein Ort mit vielen Bauern, dass man für eine gute Ernte gebeten hat. Aber das ist ja nicht mehr wirklich da. Also steht es auch nicht mehr so im Vordergrund. Wer ist dafür, dass wir das offizielle Programm am Montagmorgen ganz rausnehmen? Dagegen. Enthaltung. Die Bittprozession, die haben wir jetzt tatsächlich abgeschafft. Hier macht es keinen Sinn, weil wir haben hier keine Landwirte, denen wir die Felder segnen. Und deswegen ist das eigentlich eine zeitgemäße Entscheidung. Ich will hoffen, dass man doch diese Tradition wieder auffängt nach einer gewissen Zeit. Dann kommt hinzu, dass diese Bittprozession ohnehin leider immer schlechter besucht wurde, weil die Gruppen unter sich, die Schützenzüge unter sich an diesem Montagmorgen eigentlich noch mal ausspannen und ein bisschen sich nur unter sich treffen wollen und ein bisschen was grillen, bevor es dann losging mit dem offiziellen Programm. Das soll eine Scheune werden, weil ich dieses Mal eben keine Burg in dem Sinne bauen möchte. Wir werden hier noch einen langen Zaun hinsetzen mit einem Rosenbogen, dass es dann auch nicht ganz so viel ist, um den Maßstab nicht so ganz so hoch für die nächsten Jahre zu setzen. Machen Sie das. Die Corona-Pandemie hat sich verändert, diese Lage hat sich verändert und irgendwann konnten wir jetzt im Frühling absehen, dass wir zu 100% das Fest ausrichten können. Ungefähr 30 cm weiter. 10, 20, 30. Oh. Schon drin.
Ganz vorne. Nee, da kommt mir gar nicht. Ja, also will ich kommen, da kann ich doch nichts für. Wir machen das doch so weit wie die Lampe ist, ne? Richtig, Rainer. Ich mit der Finger da drin, ne? Das ist aber kein Seitenschneider. Katja, guck mal in der Hütte. Marcel, da hätte ich mal Schale schmeißen können, ne? Das ist nicht voll von dir. Das weiß man ja nie, wo die kommen hier. Ne? Die Farben sind unsere Gruppenfarben. Das ist die Armbrust. Deswegen haben wir die Farben. Wir haben das Glück gehabt, dass wir auch Jüngere mit dazu bekommen haben. Wir haben jetzt auch einen Altersunterschied von ungefähr 20 Jahren, die bei uns dann eben auch mit hier noch. Ne? Von daher haben wir die Hoffnung, dass unser Zug länger bestehen bleiben kann dann, ne? Wenn dann noch mal weiter Jüngere nachkommen. Und ich sag mal, man muss dafür geboren sein, um sowas mitzumachen. Es sind eben Leute, die sagen, interessiert mich nicht, ja, aber... Ich war dafür nicht geboren. Ja, aber du bist reingewachsen, du hast aber die Freude gefunden. Also ich bin jetzt seit über 25 Jahren in der Gruppe drin. Wir haben als Zeltschützende angefangen mit Vater, der war dann in den alten Herren. Und dann hat sich das so weitergeführt. Ich finde es klasse, dass die Tradition weitererhalten wird. Egal, ob man hier wohnt oder nicht, aber man sieht ja, wir zwei wohnen in Löwenich, kommen trotzdem hier vorbei und machen mit. Und das ist halt die Verbundenheit im Dorf. Das ist genauso wie im alten Ort, nur neue Häuser. Und sonst, genau, man muss jetzt was suchen, bevor man die Kumpels wiederfindet. Aber im Prinzip ist alles das Gleiche wie im alten Ort. Das ist halt nur ein bisschen, ja, komisches Gefühl, wenn man in eine neue Sache reinfährt und ja, das ist irgendwie nicht zu beschreiben. Kann man nicht beschreiben. Ich würde dir das nur mal erinnern, so sollen die aussehen. Ja, die sind zu lang. Die sind echt zu lang. Ja, die sind zu lang. Ja, so ist das nicht richtig. Ha, jetzt krittert. Denk dran, die Kamera ist dabei, konzentrier dich bitte und nicht anfangen zu schwitzen. Ne? Es hat alles viel Tradition hier. Und ich denke, das ist auch gut so. Wir haben vier. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe vier. Vier Stück. Wir sind jetzt noch fünf. Die Männer sind nicht erzählt. Die Männer sind 90 Grad dran und dann hinterher kommen die Männer dazwischen. Ja, genau. Oh, wie du das alles machst. Da. Aber guck mal, das da muss aber nicht rumflummern da. Ja, ja, ich habe das mit da dran gemacht. Ja, mach das mal vernünftig. Das ist aber nicht schön. Wieder da reinstecken. In der Regel war das früher immer so, dass aus den einzelnen. Irgendeiner hatte immer Spitzen. Ne, also in den verschiedenen Gärten, zum Beispiel wir hatten ja mehrere Tannen und sowas und dann wurde das dann geschnitten. Ja, und in diesem Jahr war das eigentlich auch wieder so, dass RWE eigentlich das auch versprochen hat, uns zu liefern. Und es ist nichts gekommen. Gar nichts. Ja, man muss jetzt aber auch, man muss aber auch dazu sagen, dass die Firma, die das normalerweise macht, beim letzten Mal mit Pfefferspray von irgendwelchen Idioten angegriffen wurde. Deswegen gesagt hat, das machen wir nicht. Du kannst ja nicht Idioten nennen. Das ja, aber nicht. Das ist natürlich ein Unding. Ja, aber wer Pfefferspray sprüht, ist ein Idiot. Ja, aber wenn man das verspricht, dann soll man sich wenigstens vorher mal früh noch melden und sagen, pass mal auf, das gibt nichts. Das darf ich schon sagen. Und nicht so in den letzten Zügen des Schützenfestes mehr oder weniger eine Vorbereitung. Meinung, die können ja ihre Meinung äußern, aber die sollen uns in unsere Tradition. Eine andere Sache. Aber wenn man mit Pfeffer spricht. Ja, der kriegt aber nicht dran, das schafft er dann. Hier wieder mal wieder. Hallo? Was soll das überhaupt? Wir hatten das Fahrrad eigentlich stehen lassen. Ach, dann komm, wir gehen erstmal da runter. Ich gebe Anweisungen. Ne? Ja. Boah, Piper, du bist ein Sack! Das hat sich nichts geändert. Fertig? Alles klar! Boah, tut doch mal einer Fuß dran. Halt! Stopp! Ich rück gegen. Jetzt! Rommel! Stopp! Also Kinder sind definitiv unsere Basis. Eine Schützenbruderschaft, da sind wir jetzt nicht ausgenommen, von anderen Schützenbruderschaften ist halt im Durchschnitt alterstechnisch stirbt sie aus. Das ist im Bezirksvorstand oder Verband, sprechen wir auch darüber. Und wir müssen Anreize schaffen, deswegen so viel für die Jugendarbeit. Und unser
ja, Mitgliedsstatus, der steigt im Moment wieder. Also mit 40 neuen Kindern in 4 Gruppen, das ist schon enorm. Davon haben 3 schon festen Namen. Die meisten in der Pubertät dann verlieren so ein bisschen wieder den Kontakt, dann kommen sie wieder dazu. Aber wir haben erstmal eine Basis, dass man einfach sagt, wir sind in 20, 30 Jahren auf jeden Fall mindestens genauso stark wie jetzt, wenn nicht sogar stärker. Das ist wichtig. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Dafür haben wir die Pandemiezeit auch gut genutzt. Wir heißen die Fahnenzuggruppe. Wir sind nur eine Gruppe aus eigentlich 5 Leuten. Einer ist mein bester Freund und ich bin halt der, der die Fahne trägt. Das ist ganz wertvoll, so eine Gruppe zu haben, die völlig unabhängig ist von, wo gehe ich zur Schule, in was für einem Haus wohne ich. Ist total wurscht, ist einfach nur, wir verstehen uns gut, machen Dinge zusammen und erleben was zusammen und haben vor allen Dingen dieses Wochenende, verbringen wir gemeinsam. Die älteste Gruppe zum Beispiel, die sich jetzt gebildet hat, das sind so die 14-, 15-, 16-jährigen Jungs. Die sind auch beim Fußball aktiv und ja, die habe ich immer mal wieder auf dem Sportplatz angesprochen, ob das nicht auch was für sie wäre, einen eigenen Schützenzug zu gründen. Und die waren eigentlich immer Feuer und Flamme. Haben nur gesagt, wenn, dann möchten wir es auch vernünftig machen. Und ich glaube, dass es dann so ein gegenseitiges Anstecken war. Also, dass manche erzählt haben, ja, da passiert was, wir bekommen eigene Uniformen, also so wie die Erwachsenen auch schon. Wir haben versucht, die Kinder mit selbst in die Entscheidungen hineinzunehmen. Und ich glaube, das ist das A und O bei solchen Geschichten. Also die Kinder ernst zu nehmen, die Kinder und Jugendlichen, und sie selbst zu fragen, was wollt ihr eigentlich? Stillgestanden! Sicht euch! Aufgerade! Aus! Zur Meldung an den Brudermeister! Die Augen links! Guten Tag, liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder! Ich dachte, nach 2 Jahren Zwangspause wärt ihr motivierter! Tag zusammen! Habt ihr Bock auf Schützenfest? Ja! Ich glaube, dass der alte Ort für viele emotional eine Rolle in den Erinnerungen spielt. Und ich glaube, dass das eine Form von Selbstschutz ist.
und dass das, glaube ich, auch wichtig ist, für viele da einen Strich machen zu können. Die Leute, die sich damit rumquälen, die sieht man ja auf den Festen nicht. Die leiden dann heimlich oder einsam. Natürlich, manchmal kommen die Diskussionen auf, wie das mit dem Altort ist. Aber mehr in die Richtung tatsächlich, es ist den Leuten eigentlich egal. Eher regt man sich darüber auf, dass jetzt so mit uns rumgespielt wurde, tatsächlich. Und wir ja auf gut Deutsch sagen könnten, wenn man jetzt pessimistisch darauf schauen würde, könnten wir sagen, das war alles umsonst. Ich sage aber im Positiven, das war überhaupt nicht umsonst, weil uns geht es ja gut hier. Es bilden sich neue Gruppen, es bilden sich neue Verbindungen, es finden sich neue Nachbarschaften, es bilden sich ganz andere Beziehungen. Und da könnte dieses Schützenfest schon der Startschuss gewesen sein. Es hat eigentlich nur noch mit Enthusiasmus zu tun, also je nachdem, wie schwungvoll man das Ganze sehen möchte, und mit Neuanfang. Es hat nicht mehr mit Abschied nehmen zu tun. Aber grundsätzlich gibt es hier eine gute Aufbruchsstimmung und die müssen wir nutzen. Umsiedlung ist fast weg aus dem Alltag. Also ich habe mich auch entschlossen, da ein neues Haus zu bauen, wie viele andere auch aus dem Dorf. Ich habe ja lange Zeit Widerstand geleistet. Da habe ich auch ganz große, hohe Anerkennung vor denen, die auch ihre Meinung dann im Laufe des ganzen Prozesses und über die Jahre verändert haben. Eigentlich habe ich die Bruderschaft ja stark angegriffen, weil die ihre Heimat praktisch verkauft hat. Ich sehe es so. Und ich war eigentlich nicht damit einverstanden, dass man so einfach so leise weinen an ein neues Grundstück zieht, aber ja, was soll man machen? Also soll man alleine in dem alten Dorf bleiben und da eine Träne nach der anderen vergießen? Das bringt ja nichts, weil eine Gemeinschaft kommt ja aus den Leuten. Die Leute sind jetzt hier und dann muss man halt mit den Leuten, wo wir früher am alten Ort gefeiert haben, am neuen Ort feiern. So ist das. Also, dass der Ingo nebenan gebaut hat, das wussten wir nicht. Und als wir das rausgefunden haben, war die Freude natürlich umso größer. Das Schönste ist, dass ich meine Nachbarn fast mitgenommen habe. Neben mir wohnt mein Bruder. Und links neben die Familie Erlinghäuser. Die waren auch in Altkeimisch, meine Nachbarn. Und das freut mich so, dass man so ein bisschen Tradition mitnehmen kann an den alten Ort, an den neuen Ort. Ja. Wenn wir früher im Garten gespielt haben, ist der Ball öfter rüber ins Gemüsebeet gefallen. Und dann wurde von nebenan der Ball wieder rübergeworfen. Ja, also man kennt sich. Wenn wir an die alten Orte Geilberg, Kuckum, Westrich, Berverath denken, jetzt kann man sagen, das scheint vorbei zu sein. Der Tagebau hat dem alles am Schluss gemacht. Ja, das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite, es gibt eine Zukunft und diese Zukunft entsteht hier und heute, hier an diesem Ort. Und ihr habt zum Ausdruck, indem ihr das Schützenfest weiterfeiert, dass ihr die Zukunft weiter gestalten wollt. Er wird euch alles lehren. Und lehren heißt ja, auf das schauen, was hier und heute möglich ist, welche neue Chancen sich hier ergeben. Was eigentlich mitgenommen werden muss aus der Erinnerung, was hineingetragen werden muss und gegebenenfalls so geändert, verändert werden muss, dass es für heute, für die Zukunft auch noch tragfähig ist. Die Jungschützen haben in diesem Jahr aber auch ein besonderes Zeichen gebastelt. Kleine Schleifen, Solidaritätsbändchen in den Farben Blau und Gelb. Wir leben in besonderen Zeiten, in aufgeregten Zeiten, in unruhigen Zeiten. Klappe.
Nochmal zurück, ja, wahrscheinlich dann irgendwo bei meinem Vater. Die Schleifen des Kranzes, den ich gleich niederlegen werde, sind ganz bewusst in den Farben Blau und Gelb gewählt. Wir denken an unsere Gefallenen der letzten beiden Kriege, an die Opfer des Weltkrieges, des Holocausts. Aber wir denken in diesem Jahr auch ganz besonders an die Ukraine, an den Krieg, der in unserem Europa, in unserem vereinten Europa herrscht. Der letzte Stand war ja vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Wir brauchen die Kohle nicht mehr unter dem Ort. Wir haben auf der anderen Seite können wir genug abtragen. Die Situation ist jetzt wieder eine andere. Dadurch, dass uns wahrscheinlich der Gashahn abgedreht wird, irgendwo muss die Energie her. Ich glaube, dann reden wir über noch sehr viel Kohle, die abgebaggert werden muss. Wahrscheinlich nicht direkt dort in den Ortschaften. Die nächsten 4, 5, 6 Jahre, denke ich mal, wenn man den Bogen unten Lützerath rum da nimmt, wird reichen. Aber ich glaube, die Politik weiß selber nicht, was jetzt in einer oder zwei Wochen passiert. Das ist ganz weit weg. Ja, es ist jetzt nicht so einfach, weil man muss die Fahne auch immer, dass die wie so eine Raute hängt. Und man muss auf manche Dinge bei einer Parade achten, dass man die auch wirklich gut hält. Weil wenn man die jetzt so hoch hält, dann ist es nicht so gut. Deswegen soll man die so an der Seite halten. Wir üben halt auch regelmäßig. Also haben einmal bis jetzt halt geübt zu marschieren. Und jetzt haben wir es auch alle drauf und hoffen, dass es dann auch klappt. Die Musik und das Mitgehen und die Parade macht mir halt Spaß, weil dann wird man halt glücklich, weil das irgendwie schön ist.
Ich gehe jetzt einfach nur mit, dass wir dieses Wochenende feiern können. Da stecken so viele Menschen dahinter, die ihr Herzblut, ihre Zeit, ihre Nerven da reingesteckt haben, dass da eine Pommesbude steht, dass heute eine Band spielt, dass genug Getränke da sind, dass der Eintritt frei ist, ist auch dieses Wochenende. Da stecken so viele Menschen und Energie dahinter und da bin ich wirklich dankbar. Achtung! Präsentiert das Gewehr! Der komplette Zug tritt hier an und wir als Paar dann können halt hier durch diese große Pforte nach draußen präsentieren. Mit den Ehrendamen, meine Enkelin und mein Enkel sind auch dabei, die sind als Blumenkinder dabei. Die freuen sich also auch schon ganz riesig, dass sie mitgehen dürfen. Ja, das erste Schützenfest nach 3 Jahren, 2019 hatten wir das letzte in Alt-Kallenberg, ist eine Art Aufbruch, ist ja was ganz Neues hier, ein neuer Ort und man muss sich erst zusammenfinden und interessant ist, dass doch so viele jetzt wieder mitgekommen sind und eigentlich einen großen Schützenzug hier installieren können. Ja, ich bin immer noch Mitglied des Schützenvereins, werde mich auch nicht abmelden, weil die Sache ist die, man ist innerhalb einer Gruppe, irgendwie fühlt man sich geschützt und der eine tritt für den anderen ein. Das stärkt auch den Zusammenhalt im neuen Ort. Wenn es ein- oder zweimal im Jahr ist, dann weiß man, aha, da kommt der und der, den kenne ich. Und ja, dann fühlt man sich eigentlich nur zusammengehörig. Was anders ist, ist natürlich auch an vielen leeren Grundstücken vorbeizulaufen. Es fehlen noch so die Ankerpunkte in den Straßen, zu sagen, ach hier, guck mal, damals, hier haben wir, weiß nicht, damals heimlich eine Zigarette geraucht. Oder so Geschichten, die man mit Orten hat, das entsteht jetzt völlig neu. Die Gestaltung des Festes ist jetzt im neuen Ort noch mal angepasst. Wir können nichts anderes machen, als es probieren. Und bin auch gespannt, da habe ich ein bisschen geläuert, wie sind denn so die Wege, die wir dieses Jahr laufen. Und das ist mir ein bisschen schwer gefallen, nachzuvollziehen. Was sich in den beiden Kirmestagen jetzt getan hat, gestern und heute, dank auch des schönen Wetters, das hat meine Erwartungen vollkommen übertroffen. Ich muss sagen, nicht nur die Kallenberger, die also hier umgesiedelt sind, die sagen einfach, hier ist es schön, hier kommen wir an, in ein paar Jahren ist alles wieder grün. Das freut mich sehr. Und was mich auch freut, dass viele Fremde heute hier waren, die also den neuen Ort Kallenberg besucht haben. Nur so kann die Bruderschaft, die 1449 gegründet worden ist, auch weiterhin sagen, wir werden alles weitere überstehen und wir haben eine Zukunft. Mir ist es schon schwer gefallen und ich hänge immer noch, das leugne ich auch nicht, an Kallenberg Alt. Man kann die Heimat nicht vergessen. Heimat ist ein dehnbarer Begriff. Ich meine, über alles ist schön, da wo man lebt, sollte man versuchen, eine Heimat neu zu entwickeln. Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, liebe Festgäste,
Schön, dass wir heute Abend hier zusammen sind. Nach 2 Jahren Pause auch endlich wieder Königsball. Oder in diesem Jahr ja viel besser gesagt Königinnenball. Die Pandemie hat uns auch ein Stück weit über die Umsiedlung geholfen. Davon bin ich überzeugt. Denn wir hätten uns, glaube ich, nie dazu durchringen können, von uns aus 2 Jahre Pause zu machen. Dadurch, dass wir aber eine Zwangspause hatten, sind verschiedene Aspekte eingetreten. Zum Beispiel, dass die meisten zu über 90% mit ihrem eigenen privaten Stress durch sind, was das Bauen angeht und das Umsiedeln angeht. Und wir machen weiterhin in jedem einzelnen Ort eine Parade. Ich glaube auch, dass das wichtig ist für die Zukunft der Umsiedlungsorte. Tatsächlich, um noch ein Stück weit alte Heimat in der Form dann auch zu übertragen, wie wir es dann können. Um auch den nächsten Generationen klarzumachen, wo das herkommt. Also um da sagen zu können, das machen wir jetzt nicht hier, weil das so schön ist, am Montag 4 Paraden zu machen. Das ist auch schön, aber nicht, weil das unbedingt sein muss, sondern das machen wir auch, weil es mal aus der Historie heraus aus den Altorten so gekommen ist. Weil es auf dem Feld liegende Einzelsiedlungen waren, die aber immer zu Kainberg dazugehörten. Jetzt ist erstmal die Antwort so, dass wir versucht haben, so viel wie möglich vom Althergebrachten, vom Ritualisierten, was an die alte Heimat erinnert, auch mit in den neuen Ort zu nehmen. Im Altort war das so, dass wir einen gewachsenen Ort hatten. Da konnte man locker und leicht in einer Fassade mal einen Haken anbringen. Da war das kein Problem für die Hausbesitzer. Das ist hier bei ganz neuen Häusern natürlich was anderes. Und da es viele Bungalows gibt, die eh nur noch ein Stockwerk haben, ein Erdgeschoss, wäre das sowieso nicht hoch genug. Das heißt, wir müssen hier den ganzen Ort über dieses System schmücken, Stangen aufstellen, Drähte spannen, Fähnchen aufhängen. Und das ist ein immens hoher Aufwand. Das merken wir jetzt und sagen auch erstmal, für dieses Jahr ist es eher noch provisorisch. Und so müssen wir an die Sache, glaube ich, ganz locker und entspannt ran. Also es muss wachsen, von sich heraus. Wir haben uns alle, das ganze Dorf hat sich gefreut. Klumpenball noch und dann ist Schluss für heute. Und dann mit Klumpen. Für alle Klumpen gleich. Wir haben alle Klumpen. Ich bin, dass wir so ein schönes Schützenfest hier hatten. Alle haben mitgemacht, die Sonne hat mitgemacht. Geilenberg war unterwegs an den Straßen. Wunderbar.
Meine eigenen Klumpen habe ich in diesem Jahr sehr schlicht gestaltet aufgrund der Zeit, mit bunten Knöpfen beklebt. Bunt, weil gerade in diesem Jahr auch, also einerseits wegen des Krieges, Vielfalt und Frieden, aber auch kirchenpolitisch so ein bisschen, habe ich gedacht, bunte Farben, weil ich immer noch hoffe, dass sich in der Institution auch in der nächsten Zeit mal was ändert, auch offiziell. Aufstellen! Genau, aufstellen! Maskierung! Hinten der Spielplatz, der noch leider im Bau ist, der schon fertig sein sollte. Da gibt es riesen Streit drum. Es soll hier im Kuhdorfer noch einen Basketballkorb demnächst geben, den wir aber auch im alten Ort hatten. Der soll wohl zu teuer sein. Den haben sich dann hinten auf die Hacken geklebt. Hier vorne noch die ganzen Utensilien draufgebaut, was alles da an Material rumliegt. Was ganz aktuell ist auch. Auch prägnantes genommen für die Leute hier vor Ort. Ich hoffe auch noch, das sage ich jetzt ganz laut und ich hoffe, dass das die Richtigen hören, dass wir heute noch nach 22 Uhr kräftig feiern werden. Jetzt ist der Jäger zum Abendbrot. Dritter Platz mit ihrem Chip Knopf da. Ich glaube, die Schuhe waren, die Vögel waren Waldeslust, ne? Was? Waldeslust oder Maikrelust? Nee, die Vögel sind das. Mein Vater hat mich, glaube ich, schon als ich ein Kleinkind war, in die Bruderschaft geholt. Heute Abend hatte ich die große Ehre, hier im Festzelt als Jurymitglied die Klompen zu prämieren. Ja, dann haben wir noch den ersten Gruppenpreis. Der geht an den Spielplatz 22. Ja, die neue Kapelle wird eingeweiht am 19. Juni. Das ist ein knapper Monat nach unserem Schützenfest. Am 1.12.2016 erhielten die Dörfer Kainberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich sowie Berverath offiziell den sogenannten Umsiedlerstatus. Dies war der Startschuss für alle Bewohner unserer Ortschaften, um mit der Realisierung der Pläne zur Errichtung eines neuen Zuhauses zu beginnen. Was im Umkehrschluss hieß, dass die zwei Kirchen Heiligkreuz Kainberg und Herz Jesu Kuckum sowie die Kapelle St. Josef Berverath aufgegeben werden müssen. Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Diese Kapelle hier will ein Freiraum sein,
Ein Freiraum, der etwas Kostbares birgt, etwas, das uns aufeinander bezieht und zugleich über uns hinausweist. Viele haben noch die alte Kirche im Kopf, diese schöne neugotische Kirche in Keimberg. Und jetzt haben wir diesen hessischen Klotz da stehen. Da muss man sich erstmal mit anfreunden. Also die Glocken sind ja da und dieser Glockenklang ist schon ein Stück Heimat. Aber mit dem Gebäude kann ich mich irgendwie nicht anfreunden. Natürlich bin ich da ein schlechter Ansprechpartner, weil ich ja so an Heiligkreuz gehangen habe. Aber wir sind dankbar, dass wir ein neues Gotteshaus haben. Ob das nur Kapelle oder Kirche heißt, sie ist schön geworden. Und sehr vielseitig verbunden mit Pfarrheim. Es ist eine sehr starke Bereicherung, eine große Bereicherung für die Weiterentwicklung des neuen Ortes Keimberg. Wir haben natürlich auch in den Vereinen gefragt. Und der Architekt hat uns eigentlich erstmal nicht ernst genommen, als wir gesagt haben, wir hätten gerne in dem Turm die Fahnenstangen vom Schützenfest untergebracht, das Jahr über. Früher hatte man in den alten Orten Bauernhöfe, da wurde unter den Scheunen diese Stangen aufbewahrt, aufgehängt, damit die trocken und sicher aufbewahrt werden konnte das ganze Jahr über. Die müsste aber hier ja auch irgendwo hin. Am 12.10.2021 wurden die drei Glocken aus der Kirche Heiligkreuz in den Turm von St. Petrus hochgezogen. Es waren bewegende Momente. Wenn diese Glocken hier in den neuen Orten wieder läuten, dann sind wir angekommen.